Hallo und willkommen zum letzten größeren inhaltlichen Block in diesem Kapitel zur Verbesserung von Client-Server-Systemen. Hier unterhalten wir uns über Latenz, über Mechanismen, die dazu dienen können, Latenz zu verringern. Wir werden sehen, dass es meist darauf hinausläuft, dass ich an einer geeigneten, schlau gewählten Stelle ein Cache für Daten installiere. Und Caching ist tatsächlich in einer verteilten Umgebung komplizierter, als es auf den ersten Blick sich anschaut. Wir schauen uns hier zunächst mal in diesem Video einfache, simple Ideen an, wie man einen Cache betreiben könnte, der verteilt über mehrere Teilnehmer realisiert wird. Wir werden sehen, dass das spürbare Nachteile hat. Das hat insbesondere dann Nachteile, wenn die Anzahl der Server in diesem Cache-System sich ändert. Das werden wir im folgenden Video beheben, indem wir einen Mechanismus einführen, sogenannte Consistent Hashing, das mit Änderungen von Anzahl von Servern gut umgehen kann. Zum Schluss schauen wir uns noch Memcached als einen verteilten Cache-basierten Key-Value-Store an. Das benutzen wir hier am Anfang jetzt auch schon als ein motivierendes Beispiel. Hier zum Schluss schauen wir es uns nochmal etwas genauer im Detail an, wenn wir dann den Consistent Hashing-Mechanismus zur Hand haben, der in Memcached benutzt wird. So viel zur Vorrede. Lassen Sie uns zunächst einmal damit anfangen, Latenz zu beheben. Latenz zu beheben, indem wir Proxys hinzufügen. Sie erinnern sich, die Idee war, ein Client und der Server oder die Servergruppe sind weit voneinander weg. Sie sind voneinander getrennt durch lange Latenz in Netzpropagierung, Routing und so weiter. Also die Idee ist, wir installieren einen Stellvertreter nahe bei den Klienten, sodass wir insbesondere hier die Netzlatenzen reduzieren können und damit den Datenfluss beschleunigen können. In einem ganz gewissen Sinne ist das, was wir uns unter Client-Side-Programmierbarkeit, Anwendungen im Webbrowser mit JavaScript angeschaut haben, ja schon ein gewisser Schritt in diese Richtung gewesen. Ich muss nicht immer für jede Anfrage den langen Weg von Client zu Server zurücklegen. Tatsächlich konnte ich damit ja schon im Client vieles erledigen. Hier möchte ich allerdings Daten für mehrere Klienten nahe bei dieser Klientenpopulation zwischenspeichern und aufbewahren. Wenn Sie sich das für einen Webcache anschauen, dann hat das ganz viele naheliegende Vorteile. Zum Beispiel können Sie durch einen solchen Proxy Last von Ihren Servern entnehmen, sowohl von dem Server als auch dem Gerät, als auch von den Übertragungsstrecken. Denken Sie an diese berühmten Flash-Crowd-Situationen, bei denen sehr viel Last auf einen einzelnen Server einstürmt, der irgendeinen populären Inhalt veröffentlicht. Es hat den weiteren Vorteil, dass Sie überlastete Peering Points oder überlastete Langstreckenübertragungen damit entlasten können. Das zeichne ich Ihnen kurz auf. Das Szenario bezüglich Peering Points, das damit gemeint ist, wir hatten das schon mal kurz angesprochen, ist ja folgendes. Sie haben irgendwie USA, ja, wir brauchen noch Florida, Sie haben hier Ihren Server stehen. Und Sie haben hier Europa mit Spanien und Italien, auch noch Dänemark, Europa, und Sie haben hier Ihren Klienten und Sie haben dazwischen den Atlantik. Und der Atlantik ist groß und da können Sie jetzt wenig dran machen, dass es hier einfach Zeit braucht, Daten zu übertragen. Wenn Sie jetzt hier ganz, ganz viele Klienten haben, die alle Ihren Software-Update herunterladen wollen, dann ist das eine schlaue Idee, an der Stelle, an denen Sie hier Ihr Transatlantik-Kabel erhalten, sich hier mal reinzoomen, dann kommt hier Ihr Kabel aus dem Atlantik und vielleicht haben Sie noch weitere Übertragungsstrecken, aber im Prinzip haben Sie dann an den sogenannten Peering Points, an denen sich Provider zusammenschalten. Hier ist dann die Deutsche Telekom und France Telekom und Telekom Italia, die sich hier an diesen Peering Points zusammentun, um Daten zu empfangen und zu übergeben. Dann ist es hier eine schlaue Idee, hier einen großen Cache aufzubauen, um Last von der Transatlantikstrecke zu entnehmen. Das ist die typische Idee dabei. Das hat sogar einen schönen Namen, das sind sogenannte Content Distribution Networks.
die ihn an strategisch günstiger Stelle in der Weitverkehrs-Internet-Struktur Caches platzieren, Caches und Proxys platzieren, um solche Lastsituationen zu reduzieren, was erhebliche Kosten für Betreiber einsparen kann. Wo plagen Sie das also hin? Naja, in den Internet Service Provider in einem solchen Szenario oder in den Peering Point zwischen mehrere Internet Service Provider, in den Klienten, also in das Endsystem, in Ihr lokales Netz, zum Beispiel die Uni Paderborn als Zugangsnetz für Tausende von Studenten unter normalen Nicht-Corona-Bedingungen, wäre ein natürlicher Ort, einen solchen Webproxy zu betreiben, um auch hier wieder Last abzufangen. Also alles das ist plausibel und alles das ist sinnvollerweise auch das, was Sie tun sollten. Worüber müssen Sie jetzt nachdenken? Sie müssen wie bei jedem Cache sich Gedanken darüber machen, dass Sie sich fragen, wo Sie ihn platzieren, wie groß sollte er sein, größer sind in der Regel besser und vor allen Dingen, wie frisch, wie neu sind eigentlich die Einträge, wie sorgen Sie dafür, dass die aktuell bleiben? Halten Sie Ihren Cache durch Invalidierung aktuell, das bedeutet, der Server muss sich etwas merken, machen Sie Timeouts. Also die Konsistenz des Caches mit der Version der Daten, die im Server vorliegt, das ist die spannende Frage. Vielleicht zur Erinnerung, das wissen Sie alles aus einer Betriebssystemvorlesung. Die Frage der konsistenten Caches ist die Frage, dass der Cache die gleichen Daten ausliefern sollte, die Sie bekommen würden, wenn Sie direkt mit der Originalquelle, hier dem Server, reden würden. Oder der Cache darf die Antwort geben, nein, weiß ich nicht, rede mit der Originalquelle. Auch okay. Er sollte nach Möglichkeit keine veralteten Daten ausliefern. Wie können Sie das machen? Sie können Updates, Sie könnten Timeouts benutzen. Squid zum Beispiel als ein populärer Webcache sagt, der Timeout ist 20% der Zeit zwischen Einfügen in den Cache und der letzten vorherigen Modifikation davon. Als eine grobe Schätzung, wann vielleicht möglicherweise schon wieder eine Modifikation vorliegen könnte. Sie können bei Zugriff in den Cache sagen, ich bin mir nicht sicher, ich frage mal lieber den Server, in der Hoffnung, dass dieses Nachfragen kleiner ist als das eigentliche Holen der Daten. Das war der Punkt der HET-Nachricht im HTTP-Protokoll. Genau für diesen Zweck ist das gebaut. Oder Sie wechseln die Verantwortlichkeit, schieben die Verantwortlichkeit wieder zum Server und sagen, der Server hat die Aufgabe, alle seine Caches immer aktuell zu halten, sobald eine Änderung der Daten beim Server vorliegt. Tja, das ist schön gesagt. Stellen Sie sich das auf Webscale vor. Das würde ja bedeuten, dass ein Webserver sich merken müsste, von welchem Klienten er möglicherweise irgendwann mal eine Anfrage bekommen hat, die möglicherweise bei diesem Klienten noch in seinem lokalen Cache liegen könnte. Und dann eine Aktualisierung, zumindest eine Invalidierung schicken sollte, wenn sich eine Webseite bei ihm ändert. Sie merken, das ist natürlich völlig absurd. Woher wissen Sie, dass dieser Client, der vor 2 Jahren zum letzten Mal eine Webseite abgefragt hat, nochmal mit Ihnen reden möchte? Wie sollten Sie das handhaben? Sie werden unendlichen Aktualisierungs- oder Invalidierungsverkehr erzeugen. Also das ist für Webskalen in der Regel nicht plausibel machbar. In einem geschlossenen System, einem kleinen System, kann das absolut der richtige Ansatz sein. Es gibt wie immer hier nur Trade-offs und keine Antworten. Ja, und die Lese-Schreib-Ratios spielen hier natürlich eine Rolle, wenn Sie wissen, dass Sie aus Ihrem Cache fast nur lesen, ganz selten aktualisieren, was ja typisch für Webseiten ist. Werden Sie andere Entwürfe nehmen, als wenn Sie sagen, naja, meist, es wird so oft in den Cache geschrieben und ganz, ganz selten gelesen. Dann werden Sie Rollen und Verantwortung anders verteilen. Auch das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Schreibern und Lesern spielt eine Rolle. Wenn Sie wissen, dass es ganz wenige Leser oder ganz wenige Schreiber gibt, auch das werden Sie in Ihren Entwurf einfließen lassen. Schauen wir uns Beispiele an. Schauen wir uns an als Beispiel ein HTTP-Proxy, der genau dafür da ist, HTTP als Request-Reply-Protokoll zwischenzuspeichern, Resultate als Cache zur Verfügung zu stellen. Hier gibt es eine etwas eigene Terminologie. Hier wird zwischen Forward-Proxies und Reverse-Proxies unterschieden.
Ein Forward Proxy, sagt man, ist für den Klienten da. Er nimmt die Rolle des Klienten ein und agiert gegenüber dem Server, als wäre er ein Klient. Also ein Forward Proxy wäre etwas, was Sie zum Beispiel auf Ihrem eigenen lokalen System laufen lassen könnten, um dann gegenüber viele andere Server als Klient zu agieren und vielleicht Ihre mobile Datenrate, mobiles Datenvolumen weniger zu belasten. Ein Reverse Proxy ist der umgekehrte Fall. Er agiert als Server, er behauptet von sich, er sei der Server, um mit vielen anderen Klienten reden zu können, die dann ihn kontaktieren können und er würde die Last für diesen Server abarbeiten, so gut das möglich ist. Ein Reverse Proxy würde häufig auch noch zusätzliche Dinge tun können oder dürfen, zum Beispiel Kompressionen in den Inhalt hinzufügen. Technisch gesehen macht es gar nicht so einen großen Unterschied. Viele tatsächliche richtige Programme als HTTP-Proxy können Sie sowohl als Forward- als auch als Reverse-Proxy betreiben. Typischerweise können Sie dann noch etwas hinzufügen, dass der Proxy sagt, ich habe hier als Proxy agiert und ich bin eigentlich gar nicht der, von dem die Anfrage kommt, sondern ich habe es nur für den eigentlichen Klienten weitergeleitet. Das mag für viele Dinge wie zum Beispiel Werbung ausliefern eine nützliche Information sein. Okay, das ist der HTTP-Fall. Ich möchte gerne etwas mehr Zeit auf einen anderen Fall verwenden, das Fallbeispiel Memcached. Die Idee ist folgende. Angenommen, Sie haben wieder eine Servergruppe. Server 1, Server 2, Server 3. Naja, Webserver, Client und so weiter und so weiter, das habe ich jetzt schon 5-mal gemalt. Die Idee könnte ja sein, dass Sie hier zusätzlich noch reichlich Arbeitsspeicher spendieren als Cache innerhalb dieses einzelnen Servers. Mit der Idee, dass Sie hier jetzt natürlich kein Plattencache, sondern einen Arbeitsspeicher als Cache benutzen. Mit der Idee, dass Sie hier zum Beispiel statische Seiten, aber insbesondere gerne auch dynamisch erzeugte Seiten mit aktuellen Nachrichten, frisch zusammengestellt, was auch immer, in diesem Cache hier ablegen. So, das ist so straightforward, dass es sich kaum lohnt, darüber zu reden. Aber es hat auch einen signifikanten Nachteil. Denn was passiert, wenn Sie haben Ihren Load Balancer, Sie haben Ihre Clients. Was passiert, wenn Sie jetzt hier die gleiche URL X von vielen Clients angefragt bekommen? Der Load Balancer wird das auf die einzelnen Server verteilen. X Anfragen, X Anfragen, X Anfragen. Dann müssen Sie die Seite X jeweils in jedem Cache separat vorhalten. Das verschwendet Speicherplatz, das verschwendet Rechenleistung. Sie haben diese Seite X ja schon mal erzeugt, Sie müssen das nicht mehrfach tun. Also dieser naive Ansatz, jeder Server hat seinen eigenen Cache, das ist eigentlich keine schlaue Idee. Wäre es nicht viel schlauer, wenn wir sagen könnten, Load Balancer, Server 1, Server 2, Server 3. Natürlich haben die ihren eigenen Speicher, aber diesen Speicher verwalten wir logisch gesehen als einen verteilten Cache. Sodass, wenn Sie hier als Server 1 an diesen verteilten Cache, der vielleicht hier aus Ihrem eigenen Speicher und dem Speicher Ihres Kollegen und dem Speicher des dritten Servers besteht, wenn Sie hier eine Anfrage an Ihren Cache stellen, dann kann es durchaus sein, dass Sie innerhalb des Caches die Daten von Server 3 holen und hier zurückerhalten. Aber das ist möglicherweise immer noch besser, je nachdem, der Trade-off ist hier was. Der Trade-off ist mehr Platz im Cache als Plus für dieses System, weniger Gesamtleistung, weniger Rechenaufwand.
weil Sie ja die Seite X jetzt nur einmal hier in diesen Cache legen müssen. Aber der Nachteil ist, Sie haben Netzverkehr. Möglicherweise geht dieser Overhead aber zu Ihren Gunsten aus und es lohnt sich, diesen größeren Gesamtspeicher zu benutzen und diesen größeren verteilten Cache zu benutzen, statt drei separater Caches, die jeder klein sind, damit weniger speichern können, damit früher Werte aus dem Cache werfen müssen und so weiter und so weiter. Also, Idee ist, ein verteilter, dabei aber in der Realisierung Shared Nothing Cache will sagen, es gibt keinen physikalisch gemeinsamen Speicher, keinen physikalisch gemeinsamen Knoten, der das alles erledigt. Ich habe lediglich eine Organisationsstruktur als Verteilung oben drüber gebaut, um diese einzelnen Speicherbereiche zu einem gemeinsamen Cache zusammenzubinden. Ein Memory Cache. Das D steht wie unter Unix, Linux üblich für Daemon, aber das ist nur eine technische Realisation, das brauchen Sie erstmal nicht interessieren. Der Ansatz ist also mehrere Knoten, ob das jetzt die Server selbst sind, ob ich dafür dedizierte Knoten nehme, das ist fast schon egal. Mehrere Knoten stellen Teile ihres Arbeitsspeichers zur Verfügung, um einen gemeinsamen großen Arbeitsspeicher als gemeinsamen Cache zu verwalten. So, die Frage ist, was tun wir da eigentlich rein? Naja, ich möchte etwas, das allgemein möglichst universell einsetzbar ist. Ich stelle mir das als ein Key-Value. Als einen allgemeinen Key-Value-Speicher vor, bei dem ich unter irgendeinem Key irgendeinen Wert ablege. Denken Sie Dictionary, wenn Sie aus einer Python-Umgebung kommen, aber es läuft immer aufs Gleiche raus. Für HTTP wäre dann zum Beispiel die URL der Key und der Wert ist die dazugehörende HTML-Seite in naheliegender Anwendung dieses Konzeptes. Ja, und in diesen Key-Value-Store kann ich im Prinzip dann alles reinstecken, was ich möchte, unter einem beliebigen Key, alles, was ich als eine Bit- oder Textsequenz darstellen kann. Also sehr universell als Gedanke. Dass da HTML-Seiten drin sind, ist diesem Cache eigentlich völlig egal. Die wesentliche Frage ist jetzt, wie finden Sie in diesem Bild den Server, der für diesen Key zuständig ist? Sie haben einen Key und möchten wissen, ob dieser Value zu diesem Key in dem Speicher vorhanden ist. Das ist nicht mehr lokal bei Ihnen. Sie müssen erstmal den richtigen Server finden. Okay, naive Ansätze, Zufall. Das ist mal einer der ganz wenigen Punkte in dieser Vorlesung, in dem Zufall die falsche Antwort ist. Zufall nützt Ihnen hier gar nichts. Sie müssen das Ding ja wiederfinden. Klar können Sie es zufällig auf irgendeinen Knoten legen, das ist keine Kunst, aber Sie müssen es ja wiederfinden. Also reiner Zufall hilft hier nicht. Sie können es irgendwie Round-Robin machen, haben Sie genau das gleiche Problem, Sie müssen es ja wiederfinden. Also, wir müssen irgendwie einen Zusammenhang von Key-Wert zu Server herstellen. Und die naheliegende Idee dafür ist jetzt wieder wie üblich Hashing. Also eigentlich bauen wir eine Hash-Tabelle. Eigentlich bauen wir eine Hash-Tabelle, die wir über mehrere Knoten verteilen werden. Es ist die erste simple Idee einer Distributed Hash Table, über die wir uns auch noch länger unterhalten. Aber es ist die erste simple Idee davon. Also meine Idee, ich benutze einen Hash-Wert meines Schlüssels, um festzustellen, auf welchem Server, wenn überhaupt, der entsprechende Inhalt vorhanden ist oder auf welchem Server ich diesen Inhalt platzieren muss, wenn ich ihn noch erzeugen muss. Einfache Idee, nicht? Also, mein Hashing sieht folgendermaßen aus. Ich berechne den Hash-Wert in irgendeiner Hash-Funktion, das braucht uns hier nicht weiter zu kümmern, in irgendeiner geeigneten Hash-Funktion, modulo der Serveranzahl, wenn wir Glück haben, ist die Serveranzahl eine Zweierpotenz, modulo der Serveranzahl und damit haben wir, wenn wir das ausgerechnet haben, den Server, auf dem wir diesen Key nachschauen oder ablegen können. Eigentlich ganz einfach, denke ich. Und das ist auch super. Wenn Sie sich sicher sein können, dass die Anzahl Ihrer Server sich nicht ändert, es wird keiner hinzugefügt, es wird keiner entfernt, es fällt keiner aus, dann ist das prima. Rebalancierung, naja, das ist jetzt wieder so ein Balls in Bins, wenn Sie genügend Werte einfügen, das ist ja im Prinzip hier zufällig, dann passt das wieder, dann ist auch die Rebalancierung, dann ist die Lastbalancierung hier okay. Aber was ist, wenn
ein Server ausfällt oder sie doch einen dazu nehmen. Was ist dann mit dem Rebalancieren der entsprechenden Einträge? Es ist ein Cache. Also ich muss mir keinen Kopf darüber machen, dass ich die Werte verloren habe. Die kann ich neu berechnen. Aber trotzdem habe ich jetzt möglicherweise Werte auf den falschen Servern liegen. Die, die nicht ausgefallen sind, haben jetzt die falschen Werte. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Angenommen, wir gehen von 4 auf 5 Servern. Wir fügen sogar einen hinzu. Welche Schlüssel liegen dann auf den falschen Servern? Gucken Sie sich erstmal die Tabelle an, bevor Sie sich das Bild angucken. Ich habe hier Schlüssel aufgeschrieben in den einzelnen Zeilen. 17, 18, 19 und so weiter und so weiter. Also Hash-Werte von Schlüsseln. Das mache ich jetzt nach Modulo 4. Dann kommt 17 auf Server 1, 18 auf Server 2, 19 auf Server 3, 20 kommt auf Server 0 und so weiter und so weiter. Oder ich füge einen weiteren Server hinzu. Also habe ich Modulo 5. Dann kommt die 17 auf die 2, die 18 auf die 3, die 19 auf die 4 und die 20 bleibt auf der 0. Okay? Was ich hier in der letzten Spalte aufzeichne, ist, muss ich den Inhalt des Wertes für Schlüssel 17, muss ich den bewegen? Oder wenn ich ihn nicht bewegen will, muss ich ihn als ungültig erklären, weil er jetzt ja auf dem falschen Server liegt. Wenn hier eine 1 steht, muss ich bewegen oder invalidieren. Ja, 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 okay, hier ein paar nicht, die bleiben, ja, ja, ja und so weiter und so weiter. Hier ist noch das Bildchen. Wenn Sie sich hier zufällige Werte hernehmen, das sind jetzt hier mal zufällige Hash-Werte ausgewählt und die sind nach Hashen und, naja, es sind schon Hash-Werte, also nach Modulo 4 bzw. Modulo 5 auf die Server 012 abgebildet und entsprechend hier unten. Rot hier unten heißt, die muss ich bewegen. Ich muss fast alle bewegen. Was würden Sie denn, welchen Preis würden Sie denn bereit zu bezahlen, wenn Sie von 4 auf 5 gehen? Naja, es kommt eine Kapazität für ein Fünftel hinzu. Also wäre es okay, wenn ich 20% meiner Werte bewegen muss. Damit muss ich rechnen. Das ist eine faire Anforderung. Aber fast alle ist zu teuer. Fast alle ist zu teuer. Und es ist jetzt egal, ob ich größer oder kleiner werde. Ne? Sie können das Ding von rechts nach links lesen. Dann verkleinern Sie Ihre Servergruppe von 5 auf 4. Dann müssen Sie trotzdem wieder fast alle Einträge devalidieren. Es nützt Ihnen gar nichts, dass die da schon drin liegen. Also wir brauchen ein schlaueres Hashing-Verfahren als dieses simple Hashing, um uns diesen Reorganisationsaufwand zu reduzieren. Okay? Dieses Verfahren heißt Consistent Hashing und dieses Verfahren beschreiben wir im nächsten Video. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.